Servus, Mannsbild. Lustige kleine Anekdote aus meinem Autohaus. Gefällig? Nicken Sie jetzt. Ich war gestern im Autohaus meines Vertrauens. Und als ich den Wagen wieder zurückbekam, dachte ich mir, warum lächeln die mich denn alle so an, die netten Burschen aus der Werkstatt, gell? Jetzt kann es natürlich sein, dass sie sich denken, ah, das ist aber schön, dass der Schmidtamer ihr Auto jetzt wieder geht. Es kann aber auch sein, sie haben besprochen, was sie für ein Buch gefunden haben bei mir im Kofferraum. Ich fahre seit einem Jahr ein Buch durch die Gegend. Das hat mir eine Kursorganisatorin in die Hand gedrückt mit den Worten: Du Carola, schau mal rein. Könnte ein spannendes Thema für dich sein. Nimm es einfach mit. So, und jetzt, ne, hat mich natürlich auch die Corona-Kiste getroffen, wie uns alle. Und das heißt, einige Dinge sind hinten runtergefallen, so auch dieses Buch, was ich nun seit einem Jahr in meinem Kofferraum durch die Gegend fahre. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, Carola, wichtig für geringen Benzinverbrauch, wenig Gepäck im Auto durch die Gegend fahren. Vor allem Gepäck, was nicht gebraucht wird. Gebe ich dir völlig recht. Jetzt ist es aber nun eben passiert. Dieses Taschenbuch fährt seit einem Jahr mit mir durch die Gegend. Und auf jeden Fall stieg ich dann nach der erfolgreichen Inspektion meines Autos vom Hof dieser Werkstatt und habe mir beim Wegfahren noch gedacht, warum grinsen mich denn alle so nett an heute? Und habe mich gefreut, weil ich mir dachte, Mensch, die Sonne scheint, gell? Vielleicht haben sie sich gedacht, toll, Carolas Auto ist wieder, ne, funktionstüchtig, läuft. Bis ich dann ausstieg an meinem Zielort und was aus dem Kofferraum rausholte und mir dachte, dieses Buch. Das lag definitiv woanders, als ich den Wagen in die Werkstatt gebracht habe. Das ist definitiv jetzt. Jetzt ist es hinter der Scheibenwaschflüssigkeit und davor war es woanders. Das heißt, irgendeiner von den Werkstattmännern hat dieses Buch entdeckt und hat es vielleicht so in die Hand genommen, große Augen gekriegt und dann nach links hinter die Scheibenwaschflüssigkeit gesteckt und sieht mich jetzt mit anderen Augen. Darf man jetzt den Titel von einem Buch überhaupt sagen, ohne dass es Werbung ist? Wahrscheinlich nicht. Naja, also auf jeden Fall ging es um das weibliche Geschlechtsorgan, also das Primäre. Und per se für mich auch kein Tabuthema. Klar, ich berate ja Frauen auch darin, eine erfülltere Sexualität zu haben. Aber ganz ehrlich, da hat es mich gestern schon kurz gerupft. Aber wenn man erstmal über diesen kurzen Moment der Scham hinüber ist, musste ich sehr lachen. Also ich habe mir dann vorgestellt, ach, wie das wohl ist, wenn dann die Werkstattburschen, die übrigens wahnsinnig viel zum Tun haben und ganz tolle Arbeit gemacht haben, auch gestern wieder, wie die dann wahrscheinlich dann so schauen und sich denken, ah, das ist interessant, das ist ja sehr interessant. Und vielleicht hatte der eine sogar reingeschaut kurz und hat ein, zwei Seiten gelesen und sich gedacht, spannend, spannend, gleich mal auf die Amazon. Nein, nicht auf die Amazon, auf die lokale Buchhandlungswunschliste hinaufgelegt. Also wer weiß, für was es gut war. Aber ich habe wirklich nach diesem ersten Gefühl der aufsteigenden Hitze in meinem Gesicht, habe ich so lachen müssen. Also falls du dich fragst, wie es so ist, im ganz normalen Leben einer Frau, die Kurse gibt und Beratungen für Frauen und für Männer, das war jetzt ein kleiner Vorgeschmack. So, 4 Minuten habe ich jetzt verzählt. Ich möchte dir was mitgeben heute. Es ist ja unbestritten, dass da draußen gerade wahnsinnig viel los ist. Und dieses Wort Social Distancing fliegt ja auch durch die Gegend. Und ich möchte dir heute was mitgeben. Eine von 5 Dingen, die wir als Menschen brauchen, damit wir glücklich sind. Also heute gibt es die erste Sache, die jeder Mensch von uns braucht, damit er glücklich ist. Und
Vermutlich kennst du schon. Trotzdem ist es mir wichtig, das heute mit dir zu teilen. Die erste Sache, die jeder Mensch braucht, ist das Gefühl, gesehen zu sein. So, was meine ich jetzt denn damit? Das Gefühl, gesehen zu sein, heißt nicht nur, dass dich jemand auf der Straße erkennt und sagt, ah, der Hubermax, da ist er ja, sondern das Gefühl, dass du so wie du bist, in Ordnung bist und dass du so wie du bist, dich auch zeigen darfst. So. Ohne Rüstung sozusagen. Was meine ich denn jetzt mit Rüstung? Erstens gab es da schon mal ein Video dazu, wie toll ich finde, persönlich, wenn jemand ohne Rüstung vor mir steht. Und explizit meine ich ohne Rüstung, dass wir uns verletzlich zeigen. Dass wir sozusagen hinter die Fassade blicken lassen. Dass wir jemanden ja, einladen. Dass wir uns trauen, uns mit einer Facette von uns zu zeigen, die uns vielleicht normalerweise das Gefühl gibt, dass wir kaputt sind. Oder ja, eben, dass mit uns was nicht ganz stimmt. Und ich finde das immer wieder beeindruckend, wenn ich mit Führungskräften spreche zum Beispiel. Kennst du vielleicht auch, wenn du in einem Unternehmen beschäftigt bist und mehrere Männer sind auf einem Haufen, dann passiert es sehr, sehr oft, dass jeder sich so ein bisschen aufmantelt, sagt man in Bayern, dass jeder sich von seiner besten Seite zeigt. Und das ist natürlich auch ganz normal, weil wir haben auch noch ein anderes Bedürfnis, nämlich zu einer Gruppe dazuzugehören und als Mann natürlich auch noch on top vielleicht sogar diese Gruppe anzuführen, also zu zeigen, dass wir besonders gut sind in was. Das ist klar. Aber weißt du, was so spannend ist? Und ich beschäftige mich ja viel mit Depressionen und Burnout und Angstzuständen in meiner Arbeit. Weißt du, was wirklich so erstaunlich ist, ist, dass wenn diese Chefs die Tür hinter sich zumachen und dann mit mir sprechen, dass dann oft erst rauskommt, wie viel Angst die haben und wie unsicher die sich fühlen und dass die nicht schlafen können, dass die Panikattacken haben, weil sie mit den Anforderungen nicht mehr klarkommen und vielleicht auch die Anforderungen einfach unmenschlich sind, dass das einfach nicht angemessen ist, dass das für einen Menschen auch nicht zu tragen ist. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Das erste von 5 Grundbedürfnissen, die jeder Mensch hat und auch du, ist gesehen zu werden. Und zwar für das, was du wirklich bist. Hinter vielleicht einem schicken Anzug oder deinem Job oder den Dingen, die du gut machst, die angesehen sind in der Gesellschaft. Vielleicht hast du ein Ehrenamt, vielleicht bist du stark helferisch eingebunden. Und es ist aber so essentiell wichtig, dass du das Gefühl hast, dass so wie du bist, mit all deinen Stärken und den vermeintlichen Schwächen, dass du einen Ort hast, wo du weißt, dass so wie du bist, bist du genau richtig. So. Bis nächstes Mal. Dann gibt es Punkt 2 von 5. Bis dahin.